Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen heute einmal den Great Vault öffnen. Wahrscheinlich jetzt zumindest im Plus-Bereich das letzte Mal die Season. Denn ich habe den letzten Punkt, der mir ja letzte Woche gefehlt hatte, endlich fertig. Jetzt sind wir bei 3007er Wertung, Rating, je nachdem wie man es betiteln möchte. Dementsprechend habe ich jetzt endlich das Achievement. Und zusätzlich war letzte Woche dann noch in Tazavesh unterwegs, weil es mit Patch 9.2.5 zwei neue Mythic Plus Achievements gab. Keine Ahnung, warum Blizzard die jetzt nachträglich einführen musste. Fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen blöd, weil selbst, dass ich hatte die Heldentat für 20 in-time, die Instanz, musste dann aber nochmal in den Plus rein, weil halt das einfach das Achievement neu war und Blizzard das nicht rückwirkend anerkannt hat. Naja, war ein bisschen nervig, dann Gambit bin ich auf 20 einmal gelaufen, ne, dass ich den Score fertig hatte. Und dann Streets habe ich dann noch einen, ich glaube, 5er Key oder so gemacht. War echt mal witzig. Ich habe, glaube ich, seit 2 Seasons keinen Key mehr unter 15 gespielt. Da waren 5er echt mal ganz witzig. Und die Achievements dann auch noch mitgenommen, die neuen. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir einmal in den Vault rein. Ich stelle jetzt hier mal auf Wächter. Vielleicht kriegen wir ja trotzdem noch die Blutschuppe, wenn wir ein bisschen Glück haben. Und zwar haben wir eine Brust drin, die mir halt einfach gar nichts bringt. Die nehme ich ganz sicher nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier die zwei Steinchen. Da kann ich irgendwo vielleicht nochmal einen Sockel drauf machen. Einen Key kriegen wir auch, den werde ich tatsächlich nicht mehr laufen. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich nicht nächste Woche, da setzen wir einmal mit dem Vault aus, sondern übernächste Woche. Ein bisschen PvP anfangen, dann muss ich in der Arena auch noch das eine oder andere machen. Und ja, dann werden wir da ein bisschen reingucken und mal schauen, was wir dann im PvP-Gear rauskriegen. Heißt, für PvE sind wir diese Season fertig. Klar, ich hätte noch das ein oder andere Teil ein bisschen höher gekriegt, aber naja, es ist schon ganz okay. Ich habe ja jetzt meine Schuhe auch abgegradet, ne? Ich hatte die noch auf der Bank rumliegen und da dachte ich mir, aus dem Vault kriege ich leider keine mehr. Nehme ich halt irgendwelche alten, pack die hier in den Katalysator rein, dass ich zumindest nicht ganz so Shit-Stats habe. Ist zwar kein Versa drauf, aber zumindest sind sie nicht mehr 262, sondern 272. Gut, damit sind wir eigentlich schon durch. Zwei Marken haben wir jetzt, die packen wir auf die Bank und wenn ich da noch ein bisschen mehr habe, dann können wir vielleicht mal ein paar Sockel kaufen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so draus bekommen habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.